Willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033, Part Nummer 5. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, grunzte Bourbon. Willkommen zu Hause, Artyom. Okay. Jetzt sind wir also in Moskau, an der Oberfläche. Und jetzt ganz vorsichtig. Oh Mann. Und hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche, suchen nach Schrott, Mumm, alles, was sie ausgraben können. Manchmal findet man die Toten steif gefroren, wie Schneemänner in Lumpen. Falle. Ich suche den Raum sorgfältig, vielleicht findest du ein Lager. Oft bauen die sich an der Oberfläche Verstecke, nur für den Fall. Schau dich einfach genau. Jetzt hin. So. Bereit? Gehen wir. Ist hier noch was? Ja, da liegt noch einer. Und hier. Okay, hier ist wohl nichts. Oder? Ah, doch, hier. Hat sogar ein paar Filter. Na gut, aber jetzt mal los. Wie sieht das aus mit der Lampe? Ups. Hier. Okay. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Okay, cool. Was zum Teufel? Oh Mann. Versteck dich, Junge! Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann kriech in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Wo ist er jetzt? Oh, da. Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Danke. Spring, ich fang dich auf. Oh Mann. Also das nenne ich nun wirklich frech. Hey. Nicht in die Pfützen treten, sonst wirst du verstrahlt. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger-Versteck. Beeil dich und iss keinen gelben Schnee. Wenn gelben Schnee ist, der ist selber schuld. Ich hab ihn nicht gesehen, ey. Ich glaube, ich darf hier rein. Dann mach ich mal die Lampe an. Plündern wir mal die Leichen. Ist nichts. Was guckst du?
glaube, ich habe den wohl beim Essen gestört, kann das sein? Ja, der will mich holen. Ohne mich. Die Dinger sind so fies, ey. Ich sag's doch. Ich guck lieber ein paar Mal öfter auf die Lampe. Ich bin's angespannt gerade, ey. Weil ich habe ja schon bis. Okay, wie ist es? Ich habe mir ja schon ein Let's Play angeguckt und ich weiß noch ungefähr, was hier passiert. Also ganz dumm bin ich jetzt auch nicht hier. Okay. Falter habe ich noch genug. Da wird wohl Bourbon sein, der geschlossen hat. Headshots. The fuck, ey. Oh, der hat mich gerade voll erschreckt, ey. Ohne Scheiß. Du fällst mal ein bisschen weiter rum. Okay, hier geht's nicht lang. Ein bisschen rein. Boah, verdammt. Hau ab. Totstellen, ey. Okay, gucken wir uns mal in Liste um. Sehr schön. Okay. Alles klar. Frisch. Hier war vor kurzem jemand. No, jetzt ist mein Spiel kurz geleckt. Spielplatz. In Ruhe.
ist schon echt traurig, was hier passiert ist. Ja, okay, die Stelle erinnere ich mich. Nehmen wir mal den. So. Hier verstecken wir uns kurz. Soweit habe ich das Bild noch gesehen. Los, komm. Ich werde nicht jünger. Was ist das schon? Ich traue dem Frieden nicht. Oh Gott, ich habe eine Menge Felder verbraten. Schauen wir uns noch weiter um. Oh Mann, ich verbrate immer mehr Filter. Gibt es keine Möglichkeit, irgendwie was zu sparen? Da liegt doch einer. Mann. Ich hing fest. So. Okay, da muss ich glaube ich hin. Sag mal, Lampe. Okay, halbe Power. So. Da kann ich nicht hin. Muss ich einmal außen rum. Wieso kann ich seinen Filter nicht aufheben? Das ist meine Maske. So. Oh. Ein Dämon. So, und jetzt hier rein. Weil der hat mich beim ersten Mal durchspielen total erschreckt. Das kann ich nicht nochmal gebrauchen. So. Fall entschärft. Noch eine Falle. Hier dürfte jetzt alles sicher sein. Durchsuchen wir. War da nicht was? Nur muss ich ein bisschen beeilen. Oh. Ich habe die schwere Ausrüstung genommen und bin nach Norden zur Messestation gegangen. Wir haben riesige Probleme mit unseren alten Freunden. Wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, versammle unsere Männer und sag dem Oberst Bescheid. Viel Glück. Okay. Eine letzte Nachricht an seine Leute.
Okay, ein bisschen Musik zur Entspannung. So, jetzt muss ich aufpassen. Nicht, dass mich das hier noch erschlägt. So. Und ja, den lassen wir einfach mal in Ruhe. Keine Sinn, angegriffen zu werden. Hat mir schon gereicht, dass er mich einmal erschreckt hat. Ach, diese Klamotte. Achso, das ist aber nur eine Zwischensequenz gewesen. Sozusagen Speicherpunkt. Mich oder was knurren, ey. Hier geht's weiter? Nein. Wo muss ich denn lang? Hier geht's nicht lang, aber hier sind ein paar Leichen. Ach, dann aber einfach nur ein bisschen Munition. Okay, ich habe jetzt 20 Filter. Besser nicht ins Wasser treten. Okay, hier habe ich jetzt keine Wahl. Wo muss ich hin? Da, okay. Okay, hier ist nichts mehr. Gib mir den Filter. Ist da drüben noch was? Nein. Ich höre was flattern. Ja, da ist ein Flattermann. Das Bourbon. Sehr schön. Guck. Du hast mich zu Tode erschreckt. Bin froh, ja, hab ich gesehen. Ich hatte schon gedacht, du warst hinüber. Ich doch nicht. Gut gemacht. Wir sind fast da. Nur noch einen Hof weiter. Klasse, wo muss ich jetzt hin? Ich war kurz abgelenkt. Gehen wir noch Leichen plündern. Können wir am besten. Ah, da ist er. Hm? Ja, geh mal vor. Oder warte, ich will hier noch kurz gucken. Ah, plündern. Gib mir den Filter, Mann. Das gefällt mir gar nicht. Au! Ist klar, greif mich an, jetzt bemerkt er mich nicht. Lass uns weitergehen. Mistvieh. Scheiße, kannst du sie hören? Meine Uhr sagt zwar jetzt Stopp, aber ich muss, zurückfallen. Aber ich mach diesen Party noch zu Ende. Zumindest bis zum nächsten Checkpoint. So, jetzt. Nein.
wieder zusammen. Wir benutzen das ewig Offensive. Au! Auch mal hoch. Idiot. Gut. Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr, als Bourbon behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde. Gut. Jetzt mache ich hier eine kurze Unterbrechung, weil der Part ist ja schon ein bisschen überzogen, aber besser für euch, aber egal. Wir sehen uns im nächsten Part.